Da steht doch einer direkt neben mir. Ist das dein Ernst? Guck dir das an. Da steht der. Oh, Leute, mein Kopf. Einmal raus. Was bist denn du für ein Freak? Du stehst da und gaffst mich doof an von der Seite. Oh Mann, und du auch noch? Was ist denn da los? Haben wir hier Horde-Alarm? Leute, ich will doch nur in den Bücherladen. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge 7 Days to Die mit dem Gamebro und der Lydia. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben in der letzten Folge die Horde-Nacht zu Ende gebracht. Wir haben die Horde-Nacht überlebt. Es war aber wirklich eine heftige Horde-Nacht, Leute. Wahnsinn. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass da so die Luzi abgeht. Aber, Leute, wir haben es überstanden. Alles gut gegangen. Auch wenn uns diese eine Maschine einfach mal ein riesengroßes Loch in die Base gesprengt hat. Einfach unglaublich. So, ich habe mir vorgenommen, Leute, einfach um ein bisschen Entspannung in die Geschichte zu kriegen, ziehen wir heute mal los und machen ein paar einfache Loot-Aufgaben, Leute. Ich habe mir überlegt, ich habe viel zu wenig Bücher am Start. Wir brauchen noch einiges an Büchern, um überhaupt im Fortschritt voranschreiten zu können, Wunderbares Deutsch, kein Problem, Gamebro, passt schon. Und darum habe ich eine kleine Radtour gemacht. Ich bin ein bisschen am Tag 15 durch die Gegend gecruised und habe einfach mal hier so ein bisschen die Karte aufgedeckt und habe mir hier mal ein paar Markierungen gesetzt. Es gibt hier zum Beispiel einen kleinen Bücherladen. Hier in der Nähe gibt es einen Euronics und Bücher und eine Polizeiwache. Hier oben gibt es eine Bücherei und einen Bücherladen. Und hier unten gibt es noch einen großen Crack-A-Book-Laden. Und ich denke, wir ziehen gleich mal los und vielleicht fangen wir mit dem großen Bücherladen an, gehen erstmal dort rein und schauen dann, ob wir eventuell noch ein, zwei andere Spots machen, Leute. Es ist wahnsinnig viel los hier, sehr viele Gegner sind am Start und wir schauen einfach mal, was passiert. So, wir gucken gerade mal eben nach. Ich habe unterwegs doch einiges an Briefkästen leer gemacht. Einige Bücher hatte ich schon gelesen. Ein paar hatte ich noch mitgebracht. Ich packe das einfach mal hier rein. Ich habe hier so eine kleine Kiste, wo ich alle Bücher, die ich auch drüben in der alten Base hatte, nochmal reingepackt habe. Pass mal auf. Wir müssen einmal die Taschen ein bisschen leeren. Ich habe mir auch nochmal Pfeilspitzen mitgebracht. Das hatte ich drüben auch nochmal angefangen. Beziehungsweise ich habe es angestoßen, dass mir das gecraftet wird. Und wir machen uns einmal alles, was wir an Pfeilspitzen fertigen können. Beziehungsweise alles, was wir an Eisenpfeilen fertigen können, lasse ich jetzt einmal durchcraften. Ganz entspannt. So, die restlichen Spitzen kommen weg. Ich packe auch mal ein bisschen Munition raus, weil da können wir auch noch gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Ich brauche die 9mm Munition. Wir brauchen sicherlich 7,62er. Leute, ich habe noch eine doppelläufige Schrotflinte gefunden. Die packen wir uns auch einmal weg. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die benötige hier. 12,2 Schaden. Oder die, ich glaube, die hier ist besser. Die Pumpgun ist einfach stärker. Trotz niedrigem Level ist die Pumpgun besser. Wir haben noch das Scharfschützengewehr. Das packe ich auch erstmal raus. Zwei Stück habe ich mittlerweile gefunden. Den Schraubenschlüssel packe ich mir wieder ein. Und ich habe ein Unterhebel-Repartiergewehr gefunden. Und das macht mal einen echt ordentlichen Schaden. Leute, ich repariere das Ding. Wir nehmen die Flinte einmal mit und gucken, ob sie sich eventuell im Kampf für uns bewährt. Hauptarbeiten werden wir aber trotz alledem mit dem Bogen erledigen und mit unserer Machete. Das sind die Waffen der Wahl. So, das wäre das. Pass auf das Holz. Das packen wir einmal noch gleich weg. Beziehungsweise, wir müssen uns was zu essen kochen, Leute. Wir sind relativ knapp dran. Ich habe irrsinnig viel Fleisch. Wir haben Wasser am Start, auch nicht mehr wahnsinnig viel. Ich mache das äußerst ungern, dass ich hier in dieser Butze was koche, weil wir holen uns wieder Kreischer ran. Das wird passieren. Ist einfach so. Kann ich nicht verhindern. So, wir machen jetzt Speck mit Eiern. Einfach mal so viel wie können. Achtmal. Okay. Ich brauche da Wasser für. Aber ist in Ordnung. Wenn wir kein Wasser brauchen, umso besser. Die restlichen Eier packen wir in die Kiste und den Speck auch. Beziehungsweise das Fleisch. Fleisch und Speck weg. So. Bisschen Wasser nehmen wir mit. Munition nehmen wir auch ein bisschen mit. Das wäre zu viel. Ich glaube, die packen wir auch noch einmal raus. So, Klebeband brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Bin ich hier richtig? Ja, Klebeband. Pack's mal hier rein. Reparaturkiste nehmen wir mit. Bisschen Holz, Pfeile, die Handschuhe und das Messer kommt noch raus. So, pass mal auf. Waffe einmal nach hier. Stufe 4 Messer. Mega, mega gut. Aber das macht 15,9 Schaden und das Ding hier macht mal locker 42. Das ist einfach... Die Machete ist genial, wollte ich gerade sagen. So, Kleidung. Ich packe die Handschuhe noch raus. Stufe 4 Vollstreckerhandschuhe.
auch nicht übel. So, dann machen wir uns jetzt einmal auf den Weg. Ich würde sagen, so, was haben wir denn alles hier? Wir haben unsere wunderschöne Stahlschaufel dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir die mitnehmen müssen. Also, eigentlich brauchen wir es jetzt nicht, weil ich möchte Bücherläden leeren. Ich packe auch gleich meine... Pass mal auf. Die ganzen Klötze weg. Brauchen wir nicht. Ich glaube, ich packe auch... Moment, wo ist mein Bogen hin? Wo habe ich meinen Bogen? Leute, wo habe ich meinen Bogen hingepackt? Also jetzt werde ich gerade kirre. Wo habe ich meinen... Ach, so, ich repariere den ja gerade. Okay, das dauert noch ein Weilchen. Leute, ja, müssen wir losgehen. Müssen wir erstmal ohne Bogen klarkommen. Kein Problem. Kriegen wir hin. Falsche Türe. Wir müssen zum Vordereingang. So, ich habe das Ganze hier auch schon so ein bisschen abgesichert. Ich musste die komplette Wand rausreißen und eine neue Wand setzen, weil meine Türe dort einfach nicht reingepasst hätte. Dann habe ich angefangen, hier eine Wall drumherum zu ziehen. Das ist alles noch höchst provisorisch, Leute. Es ist ein bisschen Holz, das meiste sind Baublöcke. Müssen wir auch auf jeden Fall bei Gelegenheit einmal fertig machen. Aber wir schnappen uns jetzt das Bike und fahren los zum ersten Bücherladen, ihr Lieben. Wir sind sehr hungrig, ich weiß. Ich wollte ja noch kochen, beziehungsweise das Kochen läuft ja gerade. Wir müssen uns... Verdammt! Wir müssen uns auf jeden Fall das Essen noch rausholen, Leute. Sorry, sorry, sorry. Oh, die Taschen sind leer. Ich nehme mal eben das Essen mit, was wir schon haben. Wir essen auf jeden Fall schon mal eine Sache. Ja, das dauert halt zu lange. Leute, ich würde sagen, ich pausiere kurz und warte, bis das Essen fertig ist. So, wir haben jetzt zweimal Speck mit Eiern dabei. Das muss reichen, Leute. Wenn das nicht reicht, müssen wir irgendwas looten gehen. Kein Problem. Und soll ich euch was sagen, Leute? Ich bin die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ich habe jetzt einen kompletten Tag hier quasi damit verbracht, Briefkästen zu plündern, die Stadt zu erkunden, einfach mal ein bisschen Sightseeing zu machen. Und es hat nicht geregnet. Es hat nicht geregnet. Kaum habe ich euch am Start, geht das schlechte Wetter wieder los. Ich bin verflucht, Leute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja, ist okay, ist okay. Wir sind auf der Durchfahrt. Kein Thema. Leute, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg. Ich fahre einmal hin zum großen Bücherladen. Und wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Hoffentlich mit besserem Wetter. Hoffentlich mit besserem Wetter. So, ihr Lieben, schaut mal hier. Das ist der große Bücherladen, von dem ich geredet habe. Ich parke mal eben kurz mein Fahrrad hier an der Bushaltestelle. Fachmännisch, so wie man das halt so macht. Und dann kümmern wir uns einmal kurz. So, pass auf, einmal bitte den Bogen raus. Einmal um den Zombo kümmern. Nicht, dass du uns hier... Und hin... Hallo? Hallo? Ich dachte, ich hätte noch reingehört. Leute, das ist ein... das Crack-A-Book HQ. Stufe 5. Ich glaube, ganz ehrlich, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir... Also ein Stufe 5-Spot ist mir nach der Horde nachgegangen. Ein bisschen zu crazy. Ich würde sagen, wir fahren hoch und machen dann einen der kleineren Bücherläden. Ich denke, das sollte reichen. Und den großen Crack-A-Book, den nehmen wir uns dabei Gelegenheit vor, Leute. Ich fahr hoch, wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben, wir sollten gleich da sein. Und das Wetter ist einfach irre. Ich glaube, das zerrt auch gerade unglaublich an meiner Performance. Der Prozessor ist sowieso wieder ordentlich am Kämpfen. Aber das Wetter klart auf, Leute, es wird besser. Wir kriegen Sonnenschein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier mit uns Sonnenschein mit euch gemeinsam genießen kann. So, hinfort mit dir, du lieber Wicht. Dann bleib doch einfach liegen. Du musst nicht immer wieder aufstehen. So, ihr Lieben, schaut mal hier, da liegen schon die ersten Bücher draußen und ich hoffe... Was ist das? Ein Zweibein-Mod. Na gut, wird sofort gelernt. Kein Problem, kann man ja was mit anfangen. Bücherregal, direkt draußen vor der Tür das erste Buch. Lerne Stahlpfeile und Bolzen zu fertigen. Jupp, machen wir. Also die Performance, ich guck gerade mal, das sieht mir hier gerade schlecht. Das Spiel läuft hier mir gerade auf 30 Frames. Ob das jetzt hier an dem großen Ort hier liegt, ich bin mir nicht sicher. Oder ob es einfach nur zu warm ist. Der Tag heute war einfach irre. Es ist wirklich, wirklich warm hier. So, was haben wir hier? Handbuch automatische Waffen. Sehr gut. Hallo, jemand da? Ich hole mir nur Bücher raus, Leute. Gut, Papier könnt ihr eigentlich behalten, aber ich nehme es raus. Einfach, damit es gelootet ist. Hallo.
Da steht doch einer direkt neben mir. Ist das dein Ernst? Guck dir das an. Da steht der. Oh, Leute, mein Kopf, komm, einmal raus. Was bist denn du für ein Freak? Stehst da und gaffst mich doof an von der Seite. So, leg dich hin. Schlaf ein Rötchen. Und der Nachbar kommt natürlich auch direkt vorbei. Ist klar. Rüdiger vom Klamottenladen. Verkaufst du Biker-Klamotten, hä? Mein Lieber. So, einmal bitte mit der Machete. Ziehen wir dir mal einen sauberen Scheitel und dann geht's dir auch wieder gut. So, dein Laden machen wir dann auch später noch. Aber jetzt brauchen wir erstmal Bücher. Bücher? Oh, guck mal, da sind wir schon im Nachbarladen. Hört wohl beides zusammen. Scheint eine Kette zu sein. Da steht auch wieder einer. Alter, was ist los mit euch? Was verdammt ist los mit euch? Schwadenblauzi. Da oben ist noch eine Bücherkiste. Die könnten wir uns mal direkt öffnen. Vielleicht besser mit der Axt. Guck mal, Leute, ich habe auch für die Axt eine Feuermod gefunden. Sehr, sehr schön. Macht die ganze Geschichte einfach deutlich angenehmer, wenn man einfach mal im Dunkeln unterwegs ist. Und man muss ein bisschen mit der Axt rumhacken. Leute, kann es das sein, dass das schon alles war hier? Muss doch noch irgendwo nach oben hier gehen, Leute. Hallo? Wer stresst hier schon wieder rum? Mal ein Pfeil durchs Loch. Sag was, ich gehe einmal von außen rum. Wir haben es uns ja schon aufgemacht hier. Guten Tag. Da kommt sie mit den gelben Augen. Ach, rüber runter. Leute, die Machete ist einfach ein bisschen overpowered gerade, habe ich das Gefühl. Aber es ist in Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Es gefällt mir gut. Tom Square, aber das ist ein 3-Sterne-Spot hier, Leute. Aber wie kommen wir denn nach oben? Ich will mehr Bücher haben, Leute. Ich brauche mehr Bücher. So, geht das hier denn irgendwo nach oben? Hallo? Oh, Leute. Da holt man dem Gelbauge einfach mal die Rübe runter. Sehr gut, Leute, wir brauchen eh neue Lockpicks. Da habe ich gar nicht mehr so viele von. So, hier geht's nach oben, Leute. Was war das? Der Verseuchte. Leute, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Aber die Performance ist gerade wirklich mindermäßig gut. Und das verstehe ich an dem Spiel einfach teilweise nicht. Aber ich glaube, das hat auch mit den großen Städten zu tun, die einfach übel sind. Oh Gott, da kommt der Große, Eckbert, alles gut. Ich bin schon weg. Leute, ich häng fest. Leute, ohne Frames ist das Ganze wirklich äußerst schwierig. Fall doch mal um. Guckt, wer sich da von draußen alles einmischt. Hier ist doch nicht euer Ernst. Und natürlich wieder alles gelb Augen hier. Stirb! Oh Mann, und du auch noch? Was ist denn da los? Aber hier Horde-Alarm. Leute, ich will doch nur in den Bücherladen. Vielleicht gehe ich gleich auch lieber direkt weiter in den nächsten Bücherladen. Ich glaube, da unten war jetzt gar nicht mehr so viel. Und die kommt von der Seite ran, Leute. Hallo. Guten Tag. Im Vorbeigehen einmal den Kopf runter. Nein, nur den Arm, aber ist auch in Ordnung.
Du Schwadenklops. Du bist echt so eine alte Eiterbeule, ne? Kann das sein? Eine tote Eiterbeule. Ich hab dich ausgequetscht, es tut mir leid. So, leg dich hin. Bleib ganz ruhig. Schlaf ein bisschen. Und die Geier lauern nur da drauf. Und ich bin verletzt. Drei Geier! Nicht, dass die gleich runterkommen. Ich glaube, ich leg mir doch mal besser einen Verband an. So, aber das scheint hier erstmal vom Bücherladen gewesen zu sein. Ich denke mal, wenn wir in den Nachbarspot gehen, beziehungsweise wenn wir hochgehen in die Wohnung, werden wir nicht mehr so wahnsinnig viele Bücher finden. Ist jetzt einfach nur eine reine Vermutung. Das ist ja mehr ein Apartment hier. Von daher würde ich sagen... Leute? Genau. Das gehört eigentlich... Briefkästen machen wir nochmal mit. Hier gibt's nochmal ein Buch. Und dann fahren wir einmal weiter zum nächsten Bücherladen. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob sich das lohnt. Hallo? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ob sich das lohnt, das Ding hier weiter zu looten. Aber ich denke, in Sachen Büchern haben wir das rausgeholt, was rausholen gab. Und ich würde sagen, wir fahren einmal weiter hoch. Hier gibt es ja noch die Bücherei und noch einen Bücherladen. Und dann schauen wir uns dort einmal ganz entspannt um, Leute. Und eventuell starte ich gleich nochmal meinen Computer neu, wenn wir am Spot angekommen sind. Ich überlege mir das gerade. Oder wir ziehen das jetzt mal durch, ohne Frames. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Stadt freigelegt fürs Spiel. So, für alle, die es interessiert, ich spiele mit einer Nvidia RTX 4070 Ti und einem Radeon 5900X, glaube ich, und 32 GB RAM. Und ich hätte mir gedacht, das muss doch für das Spiel ja eigentlich reichen. Shumway Foods. So, wo sind wir? Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ich bin zu weit gefahren. Wir müssen zurück. So, einmal links. Hier ist auch ein Trackbook. Leute, schaut mal, schaut mal, schaut mal. So, einmal angehalten. Habe ich den denn schon kartiert? Leute, den habe ich auch gar nicht kartiert. Ich würde sagen, da gehen wir gleich als erstes rein. Hallo. Ich würde ja fragen, ob du ein Gelbauge bist, aber du hast ja noch nicht mal das Auge. Oh, du ekliges Vieh. So, ich würde sagen, wir gehen hier rein, Leute. Wir machen das. Wir gehen in diesen Laden. Ernsthaft? Muss ich jetzt die verdammte Tür komplett aufhacken hier? Oder gibt's da noch einen besseren Weg rein? Ich schau einfach mal. Guck mal, da ist doch noch eine bessere Tür. Ich denke, Leute, sieht mal super, super, super. Und da steht einer mal wieder. Guckt euch das an. Wie sie da stehen und warten, Teil zu kassieren. Warum gehst du denn hoch? Ich bin doch hier unten, Alter. Komm zurück. Lauf nicht weg. Hallo? Sag mal, wo will der hin? Was macht denn der? Oh, sorry. Da fällt mir gerade mal ein, ich habe doch noch dieses wunderschöne neue Gewehr hier. Ach, und schon wieder kommt ein Gelbauge von draußen. Och, Mann, Spooky. Bist ein alter Spielverderber, Spooky. Haha, angespuckt, angespuckt. Schon wieder, Leute, kann doch nicht sein. Leute, die Flinte macht so einen üblen Krach. Leute, wir sind verletzt. Ich muss aufpassen. Da kommt der nächste Spooky. So, ich gehe mal lieber rein. Wir nehmen uns noch mal schnell einen Verband. Wegen der Vögel. Heiser! Leute, fällt runter und ist tot. Warum bist du nicht direkt zu mir gekommen? Hättest du ja sparen können, Mann.
Aber da kann man mal sehen, du warst halt schon gut vorgeschädigt. So, jetzt aber gut, Leute. Ich wollte einfach ganz entspannt looten. Aber ich habe das Gefühl... Leute, guckt euch das an. Bauplan für Scope Ast rein. Wird sofort gelernt. Und auch den Bauplan hauen wir sofort rein. Noch was. Erhöhte Magazinkapazität. Natürlich. Gamebro. Da ist sie wieder, die Wortfindungsstörung. Stufe 4. So, wir gehen rein, Leute. Wir gehen jetzt rein. Reicht mir jetzt hier draußen mit rumgeier. Leute, wir müssen doch hier rein. Hallo? Drin oder draußen? Drin. Boah, was kommt von draußen rein? Holla di, holla do. Oh, Mann, Leute, ist doch nicht euer Ernst. So, komm, kommt mal ran hier. Kommt einfach mal geklettert, ihr Lieben. Hallo. Aber alles Gelbaugen. Ich glaube, hier gibt es bald gar keine normalen Gegner mehr. Bist du schon tot? Nein, ne? Boah, du siehst gut aus. Du hast da einen Pfeil quer stecken, meine Liebe. So, gib mal wieder her. Kann ich viel mehr mit anfangen als wie du. So, wir sammeln mal alles an Büchern ein. Aber so richtig das, was ich gerne hätte, habe ich das Gefühl, gibt es hier gar nicht so großartig. Ich brauche Forger Head, Leute, und davon sehr, sehr wahnsinnig viele. Habe ich zumindest das Gefühl. Egal, wir haben ja noch ein paar Bücher. Was ist das? Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Erhöhe mit dieser Modifikation die Brennstoffkapazität deines Fahrzeuges um 50%. Ja, holla die Waldfee. Gute Geschichte. Und ich würde sagen, wir lernen die ganzen Bücher mal. Klingenwaffen. Wir sind jetzt auf 18 mit Klingenwaffen. Das ist echt nicht viel. Rüstung schon auf 42. Was haben wir denn hier? Pistolen gerade mal auf 11, Leute. Das ist, verbessert die Fertigkeit von Robotik. Supi. Was haben wir hier? Pfeile bergen. Mit diesem Trick kannst du 20% mehr Pfeile und Bolzen aus deinem Ziel ziehen. Sehr, sehr, sehr gute Geschichte. Tada! Er verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. 7 von 20, Leute, das ist alles nicht so viel. Und was haben wir hier? Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was das Buch kann. Schade, ist egal. Nicht so schlimm. Also wir haben einiges an Büchern bekommen, das ist supi. Aber wir brauchen halt noch so viel mehr. So, das lesen wir auch mal sofort. Eine schöne Mod. Kann man gebrauchen. So, und ich mache uns einmal Licht an hier. So, hallo. Home Cooking nehmen wir mit. Können wir die Kasse nicht looten? Ja, hi, mein Lieber. Lieber gelber Plauzenbär. Da ist doch ein Stapel Bücher. Gucken wir gleich, was ihr zu bieten habt. Ist da auch noch ein Bücherregal? Tatsache, auf dem Klo. Man muss ja auch auf dem Klo sich weiterbilden. Was ist denn das hier? Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, das ist der Nachbarladen. Schauen wir gleich mal. Wir gucken erst noch mal nach, was es hier noch an schönen Büchern gibt. Nutze zum Aktivieren von Lichtquellen. Okay. Diese Geländescheinwerfer verhellen den Weg auch in den dunkelsten Nächten. Naja, nicht schlecht. Kann man machen, ne? Kann man machen. Da draußen kreischt mal wieder jemand. So, das scheint's mir. Vom Bücherladen aber schon gewesen zu sein. Na komm, du kleine Kreischliese. Leute, der lockt aber auch mal wieder alles an hier. Mach's doch kaputt. Dann mach's doch bitte richtig, Alter. Komm, brauch. Jawohl. Und fall. Bisschen Gelbkriecher? Nein, bist du nicht. Ein toter Kriecher bist du. Ein toter Kriecher. So, bisschen Wasser nehmen wir uns auch noch mit. Kann man immer gut gebrauchen.
Ich würde ja auch gerne noch hochgehen, Leute. Wisst ihr was? Wir gehen hier rein. Leute, wir gehen hier rein. Ja, wenn wir drin sind, sind wir drin. Mir juckt die Nase, Leute. Ich kann mir nicht helfen. Harz Rent-A-Car, okay. Aber ich bin auch im Bücherladen. Warum ist das jetzt ein 4-Sterne-Geschäft hier? Wisst ihr was? Wir gehen einmal hoch und gucken mal oben. Eine Etage schauen wir uns ganz entspannt an, Leute. Und dann gehen wir wieder. Nägel gerade nicht, danke. Du. Lüdiger. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mach halt nicht so einen Stunk, ne? Leute, hier gibt's nochmal eine Menge Bücher. Das ist cool. Ein einziehbarer Schaftmord. Kannst du direkt lernen, bitte? Und Papier. Papier, Papier. Wo auch immer ihr schon wieder herkommt und Stress macht, Leute. Die Hosen in Gelb. Mann, erschreckt mich nicht, verdammt. Leute, ich habe doch auch gar nicht mehr so viele Verbände. Weißt du was, wir essen mal gerade nochmal was. Gibt dir auch ein bisschen Gesundheit. Und hinten nochmal ein Getränk hinterher. Jawohl. Also ich muss sagen, ich bin auch schon mal vorsichtiger durchgegangen durch diese Dinge. Aber wir haben ja keine Zeit und ich würde so gerne noch den dritten Spot aufsuchen. Und ich will das gar nicht hier komplett machen. Ich will's nicht. So, ich gehe lieber zum Bücherladen, Leute. Wir können hier ja nochmal reingehen. Wenn ihr mir sagt, alter Gamer, geht da nochmal rein, da gibt's doch geile Loot, dann machen wir das, dann gehen wir hier nochmal rein. Aber ich möchte jetzt erst nochmal zum nächsten Bücherladen. Das ist die Geschichte, die ich machen möchte. Ich würde gerne so viel an Büchern rausholen, wie es irgendwie geht. Und dann gucken, dass wir einfach mit der Lernerei vorankommen. Ich möchte gerne. Leute, der Airdrop, der Airdrop. Wo kommst du denn runter, mein Lieber? Guck mal da hinten. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich habe in der ganzen Staffel noch keinen Airdrop geholt. Wir fahren jetzt dahin. Ich hole das Ding. So, keine Bücher mehr. Bücher machen wir dann mal weiter, Leute. Wir sehen uns, wenn wir gleich am Spot sind. Wir holen uns einen Airdrop. Mach keinen Stress. 400 Meter noch, Leute. Das Ding ist weit weg, aber wir holen uns den Airdrop. Ich will ihn haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir das bis jetzt immer in Gang. Ich weiß nicht warum. Leute, ich habe es aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen. Darum, erster Airdrop in der Staffel. Kann das sein? Oder habe ich mir schon eingeholt? Nein, also ich glaube tatsächlich 220 Meter. Das ist der erste Airdrop, den wir uns in dieser Staffel holen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen aufmerksamer sein, weil der Loot aus den Airdrops ist halt manchmal ziemlich genial. Ein Pops, ein Pilz gibt's hier noch, Leute, guck mal hier. Fetzen Foods, ein Hund, hallo Hund. So, ich bin nur auf der Durchreise, ihr Lieben, lasst mich bitte in Ruhe. So, immer schön die Augen aufhalten, ob hier vielleicht nicht irgendwo doch noch eine Mine liegt. So, da vorne ist der Airdrop. So, einmal bitte das Fahrrad angehalten. Was liegt denn da oben drauf, Leute? Das sieht aus, als würde da eine Mine drauf liegen, aber kann ja nicht sein. Der Schrott ist eines, der Schatz des anderen, verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Sammelwerkzeugen. Ist super. Da sind wir gerade auf 15, Leute. 15. Zeitzünder. Ein Blaubeerkuchen und eine Kiste. Die öffnen wir sofort. Sehr schön. Southern Farming, explosive Magazine und Armored Up. Können wir gleich alles einmal lernen. Leute, wir sollten die ganzen Bücher gleich einmal reinziehen. Aber auch hier wieder nicht die Bücher, die ich eigentlich gerne hätte. Also irgendwie
Ja, ich weiß es nicht. Ich ziehe mir jetzt aber alle Bücher, die wir haben, einmal rein. Wir gucken auch immer schön auf die Stufe. Beim Kochen sind wir auf 24. Hier sind wir gerade mal auf 12, Leute. 19 beim Fertigen vom Messer. 18 Bögen. Was haben wir hier? Können wir direkt noch eins machen? Nee, war doch was anderes. Und ich muss gucken, was ich lese. Fertigung von Speeren ist nicht wichtig. Benutzen wir diese Folge nicht, diese Staffel. Fertigung von Sturmgewehren. Super, sind wir gerade mal auf 10, Leute. Fertigung von Gewehren, Stufe 7. Rüstung. Bei Rüstung, super, 45. Also ich glaube, wir könnten uns schon was Schönes fertigen, wenn wir das Material dafür hätten. Ja, Explosives, da sind wir auch noch ganz, ganz, ganz weit zurück. So, aber insgesamt würde ich sagen, hat sich's gelohnt. Wir sind an vielen Stellen, sind wir ein bisschen weitergekommen. Ich fahre jetzt noch einmal nach Hause, Leute. Wir sehen uns gleich noch einmal in der Bude. Dann werten wir nochmal das aus, was wir an Büchern zu Hause haben. Und fahre ich in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Genau, ich fahre noch einmal nach Hause, dann schauen wir nochmal, was wir zu Hause noch an Büchern rumliegen haben, lesen das Zeug auch nochmal und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, an der Stelle auch nochmal bitte ganz kurz die Frage, mit welcher Map-Größe spielt ihr das Game hier? Ich habe das Gefühl, ist ja gut, ich habe das Gefühl, dass ich glaube, ich habe die 6000er. Ich habe das Gefühl, dass es für mich alleine einfach irgendwie echt groß. So rein gefühlt. Auf welchen Gartengrößen spielt ihr denn so? Würde mich mal wahnsinnig interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, wir sind zu Hause, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Wir sind daheim. Und ich muss hier noch so viel bauen, Leute. So, Fahrrad abgestellt. Sehr schön. Und dann lasst uns einmal reingehen und gucken wir nochmal. Wie gesagt, ich hatte uns hier oben ja auch noch einiges an Zeitschriften. Schlag doch einfach mal auf die Kiste. Abgelegt. Was haben wir denn hier? Fertigung von Rüstung. Dann sind wir auch auf 47 schon. Pfeil oder Bolzen verlangsamen deine Gegner. Nehme ich gerne mit. Bergbauarbeiter leben praktisch von Kaffee. Sammel 10% mehr Erz mit einer Bergbauhacke oder Steinaxt, wenn du unter dem Einfluss von Koffeinschub stehst. Supi. Dann haben wir noch dreimal Warfare. Tactical Warfare. Verbessert die Fertigung, Sturmgewehre zu bauen. Auf Stufe 13 gestiegen, Leute. Die Bücher hatte ich halt einfach mal rumliegen. Und jetzt nutzen wir das endlich mal. Was haben wir? Tools Digest. Werkzeuge. Ich glaube, das ist die Erntewerkzeugsgeschichte. Und viermal Vehicle, Leute. Vehicle Adventure. Auch mal schön gelernt. Leute, wir sind auf 21. Ich schau mal gerade nach. Pass mal auf. Ich habe das Gefühl, dass wir mit der Geschichte schon die Mini-Motorrad-Sachen bauen können. Guckt euch das an. Tatsache. Leute, was brauchen wir denn alles dafür? Scheinwerfer, elektrische Teile. Ich würde sagen, ich pinne mir das mal an. Verfolgen. Und dann gucke ich gleich mal, was wir davon alles haben. Mechanische Teile, Klebeband, Leder, elektrische Teile. Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkbank dafür. Die habe ich hier nicht. Das bedeutet, ich müsste mit den Teilen dann nach Hause fahren. Aber wir gucken gerade mal nach Eisen. Eisen haben wir jede Menge, jede Menge. Pack mal ein. Ja komm, so viel brauchen wir nicht mitnehmen. Einmal die Parts. Was haben wir denn hier? 2 Stück nur, Leute. Ist ja wohl nicht wahr. Heißt, ich muss nochmal mit meinem Schraubenschlüssel losziehen und ein bisschen Zeugs kleinhacken. Egal, Leute, wisst ihr was? Wir lesen erstmal weiter hier. Robotikfertigkeiten 12. Was haben wir noch? Handyland. 11 von 50. Konditionierung. Du hast dich extrem an extreme Temperaturen gewöhnt und bist um 10% widerstandsfähiger gegenüber Hitzung. Perfekt. Nehmen wir mit. Und Fertigung von Handfeuerwaffen sind wir auf 13, Leute. Wunderschön. Aber perfekt, Leute. Wir können uns das Mini-Motorrad bauen. Damit haben wir ein Ziel für die nächsten 1 bis 2 Folgen. Wir müssen alle Teile zusammenkriegen, die wir dafür brauchen. Ich gucke jetzt einfach nochmal nach. Den Motor habe ich. Ich habe Klebeband. Klebeband haben wir auf jeden Fall da. Pass mal auf, Klebeband habe ich. Klebeband, wir haben Felle. Wir brauchen ein paar von den Motoren hier. Es kann sein, dass ich die noch zu Hause habe in meiner alten Bude. Wir fahren auf jeden Fall mal rum. So, nochmal, ich mache mich gleich auf den Weg nach Hause. Dann schauen wir nach, was wir an Parts dort noch haben. Und dann gucken wir mal, ob wir uns das Mini-Motorrad nicht schon craften können. Ich packe mir auch auf jeden Fall nochmal das Benzin ein, was wir hier haben. Die Lampen, das habe ich auch gerade gesehen. Lampen brauchen wir auch noch.
Und dann schauen wir mal, dann könnten wir vielleicht mit ein bisschen Glück in der nächsten Runde das Mini-Motorrad bauen. Ich weiß nicht, ob man damit schneller vorankommt, aber zumindest komfortabler in diesem Sinne, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig meine Videos und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise mit euch und auf die nächste Runde 7 Days to Die. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.